Focus Home Interactive, Cyanide Studio, präsentieren den Pro Cycling Manager 2018. Ja, und damit herzlich willkommen zurück hier zum Pro Cycling Manager 2018. Ich freue mich wieder hier zu sein. Ich freue mich wieder am Start zu sein. Und leider Gottes muss ich diese Folge hier nachvertonen, weil ich gerade circa fast 2 Stunden aufgenommen habe. Folge 0 und Folge 1. Und leider Gottes, wurde der Kommentar nicht gespeichert. Ich erkläre kurz, warum es jetzt so lange gedauert hat, bis dieses Let's Play endlich gestartet hat. Es gab ein paar Probleme, Team Austria Cast zu erstellen. Wir machen das Ganze jetzt über Umwege. Ich habe eine Datenbank erstellt, wo unsere ganzen Fahrer sind, mit den Werten, so wie wir es beim PCM 17 verlassen haben. Und für all die neu dabei sind, das Ganze hier ist praktisch eine Fortsetzung zu einem Let's Play zum Pro Cycling Manager 2017 und zum Pro Cycling Manager 2016. Und wir fahren mit dem Team Austria Cars, eine Mannschaft, die ich jetzt praktisch erstellen werde. Wir werden das Ganze ein bisschen über Umwege sozusagen jetzt schaffen und ich freue mich, dass es endlich losgeht. Das Team wird in der ersten Liga starten, so wie es ja auch sein sollte. Wie gesagt, das Problem ist jetzt, dass der Kommentar gelöscht wurde oder nicht aufgezeichnet wurde. Das heißt, wir werden jetzt mal Folge 0, die leider sehr ausführlich war, komplett ohne Kommentar hier stehen lassen. Ich werde dann das Rennen, das wir in Folge 1 hatten, nochmal nachvertonen. Aber jetzt Folge 0, ich kann ja mal gerade schauen, wie lange die geht. Die geht 1 Stunde 10. Es tut mir leid, aber ich hoffe, ihr könnt mir das alle verzeihen, dass ich diese Folge nicht jetzt nachkommentieren möchte. Das wäre wirklich ein bisschen zu viel des Guten. Von daher, das hier noch als kleine Erklärung. Ich werde jetzt gleich hier im Video mit euch auf das benutzerdefinierte Team gehen. Da machen wir es auch schon. Also, nee, doch nicht. Ich zeige euch erst noch die Mannschaften, das ist auch gut. Und gehen auf benutzerdefinierte Team. Wir werden unser ganzes normales Team zusammenstellen, das Ganze Austria Cars nennen. Und es gibt dann einen Fahrer, der sehr, sehr gut ist, der aus Korea kommt und der irgendwie Test heißt oder sowas. Diesen Fahrer habe ich nur mit dabei, das werde ich auch zeigen. Ihr werdet sehen, dass wir diesen Fahrer brauchen, um als World Tour Team eingestuft zu werden. Der wird aber kein Rennen fahren und eigentlich war auch geplant, dass er am Ende der Saison seine Karriere beendet. Tut er jetzt leider doch nicht, aus welchen Gründen auch immer. Ich habe das so eingestellt, aber das Spiel dachte sich wohl so, ist uns egal, was du einstellst. Von daher wird er leider weiterhin dabei sein. Keine Ahnung, wie wir das dann regeln. Ich weiß nicht. Er wird auf jeden Fall kein Rennen fahren, weil ihn, wie gesagt, es ist nicht unser Fahrer. Er ist einfach nur da, damit wir diesen World Tour Status haben für den Anfang. Und das soll es auch gewesen sein. Alles Weitere seht ihr in textlicher Form, was ich mache. Es wird halt keinen Kommentar dazu geben. Es tut mir sehr leid, aber ich habe das Ganze jetzt hier schon zum 3. Mal aufgenommen. Jetzt hat der Kommentar gesponnen und jetzt noch zum 4. Mal praktisch aufnehmen. Nee, sorry. Irgendwann ist auch mal gut. Folge 1, das erste Rennen, die erste Etappe, die werde ich euch nochmal nachvertonen, damit es da wenigstens einen Kommentar gibt. Aber diese Tutorial-Folge sozusagen und die Planungsfolge und sowas, das werden wir jetzt leider kommentarlos einmal zur Kenntnis nehmen. Ihr könnt es euch natürlich trotzdem anschauen, wenn es euch interessiert, was ich da so alles einstelle mit Trainern, welche Rennen wir fahren und so weiter und so fort. Aber ihr müsst es euch nicht unbedingt geben. Das ist sozusagen Folge 0. Und ab der nächsten Folge, die wahrscheinlich auch noch heute rauskommen wird, geht es dann richtig los. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Und vielen Dank fürs weitere Zuschauen, solltet ihr es tun. Und dann bis dorthin. Danke und ja, auf eine geile Saison.